Heile deine Finanzen. Sei ein Heiler. Wecke den Heiler in dir im Hinblick auf deine Finanzen. Ich bin Amata Bayerl und habe den Weg gemacht von der Nonne zur erfolgreichen Unternehmerin auf Weltreise. Und heute gehe ich mit dir die Punkte ein, die auch dir helfen werden, deine Finanzen, ja, deine Finanzthemenherausforderung zu heilen, in dir den Heiler zu wecken und all das in dein Leben zu ziehen, was du möchtest. Denn eins ist sicher, jeder von uns hat ein inneres Heilerpotenzial, wenn du so willst, das letztlich einfach nur darauf wartet, entdeckt zu werden und aktiviert zu werden. Vor vielen Jahren habe ich Seminare gemacht in Klöstern, Fastenseminare und habe Massagen angeboten. Und da habe ich so oft die Rückmeldung gehört, boah, du hast heilende Hände. Es hat den Menschen so gut getan. Nicht nur die Berührung, nicht nur die Massage, sondern da ist so viel mehr passiert. Nur das hat jeder von uns in sich. Und dieses Potenzial, das du in dir hast, das kann nicht nur zur Selbstheilung verwendet werden, also auch so bei gesundheitlichen Themen. Da kennst du das vielleicht. Das haben ganz viele Menschen schon für sich angewendet in vielerlei Bereichen, auch für andere. Aber es kann auch genutzt werden für unser Geldthema, für unsere Finanzen. Und wir werden im magischen Füllecode in der Ausbildung intensiver darauf eingehen. Und gleichzeitig mag ich heute mit dir einfach ein paar Punkte anschauen, wie du das für dich nutzen kannst, jetzt schon sozusagen erwecken und nutzen kannst, denn wir haben oft den Zugang nicht mehr so. Aber wir haben es in uns. Und um es nicht nur im spirituellen Bereich zu machen, sondern auch wirklich im ganz, ganz praktischen, um auch, wenn du so willst, auch deine finanziellen Blockaden zu lösen. Und der erste Step ist wirklich, diese innere Kraft, diese innere Heilkraft zu entdecken, zu erkennen. Also die Basis ist, zu erlauben, dir zu erlauben, dass das überhaupt in dir da ist. Zu erlauben und zu entdecken und zu erkennen. Die meisten von uns tragen das in sich eher unbewusst. Sie sind sich gar nicht bewusst, was in ihnen steckt, was möglich ist. Aber genau das ist es. Es ist da. Und allein mit diesem Bereitschaft vom Kopf her, dir gewiss zu sein, dass es auch in dir da ist, kannst du lernen, diese Heilkraft in dir zu spüren und wahrzunehmen. Und es ist der Grundstein, dir diese Erlaubnis zu geben. Glaube versetzt Berge, hast du sicher schon oft gehört. Und es ist übrigens nicht nur ein frommer Spruch. In der Bibel heißt es öfter mal, kommen solche Sätze vor. Dein Glaube hat dir geholfen. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, den ich ja immer wieder auch anspreche in meinem KVS-System, dieses Vertrauen in dich, in Gott, ins Universum, wie immer du das nennen magst. Also das erstmal zu erkennen. Und dann geht es oft so darum, dich zu lösen von limitierenden, blockierenden Glaubenssätzen und Einflüssen. Wir haben so vieles, was wir irgendwann gelernt haben, was so in uns drin ist. Und es sind nicht nur Gedanken und Worte, sondern es sind auch Gefühle, die das in uns auslösen. Und das ist eins der größten Hindernisse auf diesem Weg der Entfaltung des vollen Potenzials, sind eben diese blockierenden, einengende, niederdrückende Glaubenssätze und vor allem auch diese äußeren Einflüsse. Und letztlich können die uns abhalten davon, unser volles Potenzial zu leben. Es ist so viel mehr möglich.
Es ist möglich, was du glaubst. Henry Ford sagt ja mal so schön, ob du glaubst, du schaffst es oder ob du glaubst, du schaffst es nicht. In beiden Fällen hast du recht. Und das ist so. Und so können wir auch unseren inneren Heiler aktivieren. Auch im Hinblick auf Finanzen. Und natürlich unterstützen wir in unserer Ausbildung im magischen Füllecode, diese Blockaden zu lösen und Raum für Heilung und Wachstum zu schaffen. Und gleichzeitig kannst du jetzt schon was beitragen und was tun, um loszulassen. Schreib dir einen Satz auf, der dir gerade einfällt, was dich einengt. Formuliere ihn um, wie hättest du es denn gerne? Und nimm diesen Satz erstmal so in deinen Alltag mit rein. Ein erster Step, eine erste Übung. Der nächste wichtige Schritt, aktiviere deine innere Kraft. Aktiviere deine persönlichen Heilkanäle, wenn du so willst. Denn jeder von uns hat in sich eine Kraft, die du aktivieren darfst. Dieses Innere ist verbunden mit Gott, mit dem Universum, wie immer du das benennen magst. Und diese Verbindung mit dir und von dir, mit Gott, mit dem Universum, diese Verbindung wahrzunehmen, zu stärken, immer mehr ihr Kraft zu geben. Wenn du willst, sozusagen den Kanal zu öffnen, damit diese Energie wirklich in dir frei fließen kann. Diese Energie, was das Thema Geld betrifft, was ist Geld und Finanzen für dich? Darf das auch fließen oder ist Geld etwas, was überhaupt nicht wirklich so in deinem Leben passt? Was ist Geld für dich? Und wenn Geld genauso fließen darf, wie Liebe fließt, wenn Liebe fließen darf und dadurch Geld in dein Leben strömt, dann spürst du, merkst du, öffnen sich noch viel größere Tore und Türen. Und dann gilt es, das auch zu erfahren, diese Liebe, diese Energie, auch diesen Geldfluss zu erleben, zu erfahren. Und da gibt es ganz wunderbare Übungen und Behandlungen, wenn du so möchtest, im Inneren und im Äußeren. Und diese Berührung, diese Behandlung, dieses liebevolle, energetische, freie, wirkt auf allen Ebenen. Und gleichzeitig verfolgt es die Gesetze der Natur. Und ist gar nichts Besonderes auf der einen Seite und auf der anderen Seite etwas total Besonderes. Es bedeutet und bedarf einer Offenheit von dir. Und das, was uns Frauen eh gegeben ist, eine Bereitschaft des Empfangens. Eine Behandlung deiner selbst, eine Behandlung deines Denkens, eine Behandlung deines Körpers, die das Thema der Heilung unterstützt,
eine Behandlung von deinen realen Möglichkeiten und Projekten, damit Geld fließen darf, damit du erfährst und erlebst, wie es sich anfühlt, wenn Geld einfach fließen darf, wenn es wachsen darf. Vielleicht fragst du dich, ist es was für mich? Naja, auch wenn du gut verdienst. Die Frage ist, möchtest du dich öffnen für die gesamte Fülle deiner Finanzen? Möchtest du deinen ganz persönlichen, individuellen, wenn du so willst, Heilkanal aktivieren? Möchtest du achtsam und wertschätzend mit dir und dem Leben umgehen und den Menschen und mit deinen Finanzen? Es spielt überhaupt keine Rolle, ob du Erfahrung mitbringst in diesem Bereich oder zum ersten Mal mit sowas in Berührung kommst. Wenn du selber in dir spürst, das spricht mich an, da ist irgendetwas in mir. Oder wenn du vielleicht sogar in einem heilenden Beruf tätig bist, ein heilendes Business hast, ob jetzt als Physiotherapeutin, als Coach, als Berater, wenn du in einem Bereich bist, wo du auch gerne andere unterstützt, dann ist es ganz besonders wertvoll für dich, deine Finanzen und deine Finanzthemen zu heilen. Und dann kannst du am allermeisten davon profitieren und deine individuellen Themen, Herausforderungen, Blockaden, Glaubenssätze, wenn du die verwandelst und es wirken lässt auf dieser Reise, dann wirst du nicht nur deine Finanzen heilen, sondern dann wirst du in deinem Leben erfahren, was alles möglich ist. Und diese Aktivierung des inneren Heilers in dir und dieses Anwenden der Methoden, es gibt ein paar ganz, ganz einfache, leichte Tools und Werkzeuge, die zur inneren Heilung beitragen und zum Wachstum einfach führen. Die wiederum unterstützen auch automatisch deine finanzielle Situation. Und zwar über das hinaus, was unser Denken uns so vorgibt. Wenn du im Einklang bist mit dir selber, wenn du im Einklang bist mit deiner inneren Kraft, auch deiner inneren Heilkraft, dann ziehst du Fülle und Wohlstand und Reichtum in dein Leben. Deswegen heile deine Finanzen und sei ein Heiler. Hilf dir selber, diese Fülle zu erfahren, zu erleben. Und deine Finanzen werden dir folgen. Komm gerne zur magischen Fülle-Code-Ausbildung und entdeck das Potenzial dieses Heilers in dir. Ich wünsche dir jedenfalls einen traumhaft schönen Tag, ein glückliches, erfülltes und natürlich finanziell freies Leben. Deine Amata.